Hallo Freunde, willkommen zurück im wunderschönen Nordfriesland. Aber es ist ja wieder dieses andere Nordfriesland hier. Wir befinden uns hier auf der Matchmap zusammen mit dem gefährlichen Friesenjungen. Moin! Und ja, heute die zweite reguläre Folge am dafür angestammten Sendeterminplatz, wie auch immer man es nennen möchte. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns dann versucht, hier mal zurechtzufinden und ich würde mal sagen, wir machen einfach ganz frech weiter. Guter Und Plan. ja, dann würde ich sagen, gutes Gelingen, ne, Herr Nachbar. Ja, wünsche ich auch gutes Gelingen. Und auch nochmal ein Gruß geht raus an, natürlich an die Zuschauer vom lieben Friesenjungen. Genau, Wenn guckt ihr auch. sehen wollt, wie Cosplay richtig angewandt wird, dann kommt auch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Ja, guckt auch gerne auch so mal beim Experience vorbei. Link findet ihr auch bei mir unten in der Videobeschreibung. Und ja, in diesem Sinne wollen wir mal gucken, wer denn hier die Hosen anhat und wer die Nase vorne hat, vor Richtig. allem. Ja, ihr wisst, wir spielen mit Push-to-Talk, das heißt, ihr könnt immer den anderen nur hören, wenn er wirklich mal was Wichtiges zu sagen hat. Und ansonsten hört ihr immer nur denjenigen, bei dem ihr zuschaut. Okay, in diesem Sinne machen wir hier weiter. Ciao. So, ich weiß ja gar nicht, was hier bei mir im Silo drin ist, deshalb kaufe ich jetzt mal ein. Wieso habe ich denn das hier nicht als Mod drin? Dreh durch. Drehe durch. Müssen wir unbedingt noch mit reinnehmen. Brauche aber auf jeden Fall einen Anhänger. Wobei, brauche ich den schon? Nee, den brauche ich noch nicht. Den haben wir jetzt. Den haben wir jetzt. Natürlich das. Aber egal. Egal. So, bevor wir das nicht haben, brauche ich auch den nicht. Also ich könnte schon mal anfangen, Gras zu mähen. Jens macht das Gleiche. Stehen. Achso, ich habe hier gerade meinen Ordner erstellt und verschoben und ich werde jetzt nochmal kurz einen Kurs abspeichern und dann Ja. auch ebenfalls verschieben. Nicht wundern. Habe ich fast nicht gemerkt. Jo, sorry, war kam ein bisschen spät. Kein Problem. Berechne dann auch gleich mal. Jo. Das ist ja schade.
Ja, dann muss ich wohl erstmal manuell einen Feldrandkurs aufzeichnen, da er das hier scheinbar nicht erkennt. Ich weiß nicht, ob die nicht helferfreundlich sind, die Grasfelder. Ich generiere. Jo. Ich glaube, das ist meiner, der da aufgefüllt werden muss. Ich verschiebe mal. Ja, ja, mach mal. Du willst, ach, du hast auch ein Grasfeld 4. Die Grasfelder heißen bei beiden gleich, ja? Scheinbar, ja. War das bei dir helferfreundlich oder musstest du einen Feldrandkurs einfahren? Nee, helferfreundlich. Ah, bei mir... Ich hab's unter... Also ich nehme die Randkurse 50 plus, du kannst ja von mir aus dann 100 plus nehmen. Ja, okay. Bei mir hat das nämlich nicht erkannt. Dann probiere ich das nochmal. So kann man natürlich auch Zeit schinden, ne? Indem man die niedrigeren Zahlen nimmt. Du weißt schon, dass du Steuerung drücken kannst und dann immer 5er Schritte nehmen kannst? Ja, jetzt ja. Ja, ich generiere dann auch mal. Ja, generiere, ja. Und ich verschiebe. Den mache ich jetzt nicht noch weiter. Den fahre ich jetzt erstmal zum Hof zurück und dann da nehme ich im Prinzip auch schon den Schwader dranhängen.
Ich habe gekauft. Ja, habe ich gemerkt. Ja, habe ich gemerkt, hat geruckelt ganz kurz, aber macht ja nichts. Und geht weiter. Mit ruckeln? Yep. Du musst ja Geld haben. Aber, hallo. Und dann nehmen wir... Ah, scheiße, hier mit diesem Push-to-Talk, ne? Wenn du einmal dran bist, benutzt es immer wieder und dann gibt's hier ganz, ganz, ganz geheime Informationen, die hier rausgehen. Ne? Da muss ich echt aufpassen. Wir haben bei uns im Multiplayer noch so einen schönen Mod drin, der heißt Spectator. Da kann ich dann, wenn ich nicht gerade in einem Fahrzeug sitze, kann ich da draufklicken und kann mir dann auswählen, aus wessen Sicht ich das Spiel sehen möchte. Und das ist ja... Mehr Stasi geht mal gar nicht. Das ist total cool. Das ist vor allem im Livestream ist es praktisch, weil ich ja nun auch nicht immer hundertprozentig dazu komme. Ich sag mal, ich habe ja zwischendurch auch nochmal andere Sachen oder muss vielleicht mal auf Klo oder so. Und dann setze ich mich einfach in irgendeinen anderen jemanden mit rein sozusagen und dann sehen die Leute trotzdem, dass irgendwas passiert und nicht, wie ich da irgendwie 10 Minuten an der Stelle stehe. Du könntest ja auch einfach, weiß ich nicht, dich irgendwo in den Drescher setzen und dann... Helfer einfach fahren lassen. Das ja, ging ja auch noch. Aber wenn man da eh gerade nichts hat, dann kann man sich auch einfach bei irgendjemand anders da mit zusetzen. Durchaus. Ich habe übrigens irgendwie einen Mod scheinbar vergessen mit reinzunehmen. Und zwar wollte ich noch dieses Füllstandsdisplay für Silos wollte ich noch haben. Von der Ach hier, diese Kaufbahngeschichte, ne? Genau, dass man sehen kann, wie viel man selber in seinem Hofsilo drin hat, weil das kann man ja nirgendwo sehen im Augenblick. Ja, ich würde einfach sagen, das rüsten wir nach und genau. Müssen jetzt einfach dann in der Lage leben. Wie bitte? Wir müssen einfach in der Lage leben. Genau, ja, richtig. Dass es halt eben nicht geht. Genau, das machen wir dann bei der nächsten Aufnahmesession, da spielen wir das dann mal hoch. Jo. So, dann fahren wir rüber auf die Mittelinsel. Gucken wir mal, was da so geht.
Oh Mensch, wer hat mir da denn Fahrzeuge hingestellt? Das ist ja lieb. Ja, guck mal genau hin. Verschieb mal einen Kurs. Jo, jo, jo. Was machen wir denn? Mach dich mal nicht so breit, andere Leute wollen hier was verkaufen. Ja, ja. Ja, danke. Ich gehe ja schon. Entschuldigung für alle, die hier jetzt gerade betroffen sind. Bisschen spicken. Zuweisen, dann geht's weiter. Bin ziemlich ruhig hier, ne? Na gut, Experience sieht jetzt natürlich auch, was ich hier gemacht habe. Natürlich jetzt auch vielleicht nur begrenzt cool. Ich habe gerade festgestellt, ich kann auf deine Kettensäge zugreifen, ne? Ja, das kann sein. Ja, das ist doch schön.
Na, ist ja nicht so, dass ich mir keine eigene gekauft habe, ne? Ich will dich ja nicht völlig arm machen. Der zweite Ballenwickler, der da steht, ist meiner. Wollte ich nur ihm sagen. Ja, ja. Wieder einen klassischen Fehler gemacht, gerade eben beim Überführungskurs, kein Pausepunkt am Ende gesetzt. Naja, egal. Müssen wir jetzt gleich mal dran denken. Ja, ich weiß, mein Agusta hat durchdrehende Reifen. Ich kümmere mich drum. Ich weiß, mein Agusta hat durchdrehende Reifen. Ich kümmere mich drum. Ich war gerade schon etwas verwirrt, weil ich auf derselben Visa-Man bin, mit demselben Fahrzeug. Also. Und ich springe da rein und gucke mir dazu an und denke mir so, warte mal. Nein, du bist hier falsch. Aber ja, ich sehe, er hat keine durchdrehenden Reifen mehr. Nee, ich habe da nichts dran gemacht. Er hat sich wahrscheinlich selbst geholfen, oder was? Ja. Aber ich sehe oben auch gar nicht, dass sein Angros da unterwegs ist. Komisch. Ich sitze gerade drin. Also müsstest du ja oben links sehen. Ach ja, doch, klar. Ja, ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, klar, du sitzt drin. Alles gut. Boah, die Zeit rennt aber auch, das ist unglaublich, ne? Es sind schon wieder irgendwie krass, 24 oder? Minuten rum. Und ich denke mir die ganze unfassbar. Zeit so, was hast du jetzt geschafft? Nichts. Ja, ich auch. Ich denke auch die ganze Zeit, was hat Jens so geschafft? Nichts. Ich verschiebe. Tu, was du nicht lassen kannst. Das sowieso. Naja, soll man natürlich auch sein, dass es ein Überführungskurs ist, dann fährt er auch los. Sehr schön. Na, das Feld haben wir dann auch hoffentlich bald fertig. Ist doch alles schön.
Du musst dir noch dein Geld vom Verkauf der Fahrzeuge, 19.000, musst du dir noch irgendwie holen. Das ist noch offen. Er hört mich nicht. Doch, doch, ich wusste, dass ich das vergessen habe. Ich habe gerade gesprochen und habe natürlich wieder Push to Talk vergessen, weißt du? Ja, passiert mir ja auch nicht. Ey, das ist ohne Mist, ne? Da muss ich mich auf jeden Fall noch mit auseinandersetzen, mit dieser Thematik, ey. Ich habe da so ein bisschen, weil ich das benutze, wenn ich Flugsimulator spiele, so für einen Funk und sowas. Aber das ist natürlich, ne, ich fliege hier nicht und deshalb, und beim Flugsimulator habe ich dann auch die Push to Talk-Taste, habe ich dann auf meinem Fluglenkrad, sag ich mal, ne? Direkt auf einem von den beiden Steuern. Ich frag dich jetzt einfach mal, mit welcher Begründung du meine Kurse in deinen Ordner verschoben hast. Was? Habe ich nicht. Wieso? Ja, doch. Ich mache nämlich gerade hier so CP auf und denke mir so, wo sind denn meine Kurse? Ich verschiebe die mal wieder. Ich mach Friesenjung auf, da habe ich Feld 10 Hufsilo, Feld 15 Hufsilo, Feld 15 Dreschen, G04 Mähen, das ist aber mein Grasfeld 4. Und ja, dann habe ich Überführung FJ Shop und Überführung Shop FJ. Und mehr habe ich in dem Ordner nicht. Ja, lustig. Weil wenn ich nämlich bei mir reingucke, sehe ich hier Friesenjung, den Ordner. Ja. Dann seine beiden Überführungskurse. Und das war's. Und wenn ich dann bei dir auf den Ordner gehe, da sehe ich dann meine. Also da ist dann halt als Unterordner Experience drin. Aha. Ich verschieb die jetzt mal. Ja, mach mal. Also ich hoffe aber, ich bringe das System jetzt nicht zu Fall hier. Ansonsten müssen wir halt einfach damit leben, dass sie bei dir drunter sind. Ja, weil also ich sehe hier tatsächlich im Null-Level, im Root sehe ich einen Ordner Friesenjung, einen Ordner Experience und einen Kurs G04 Schwadern. Also ich sehe jetzt im Root auch wieder Friesenjung Experience und dann halt die Unterordner dann dazu. Aber boah, keine Ahnung. Hier, kümmere dich mal um deine Autos da. Ich glaube, die haben durchdrehende Reifen. Ja. So, dann bringen wir den mal. Zum Hof. Krass, die Zeit ist schon wieder um. Unfassbar. Ja, derb, ne? Ich hab ja auch gerade gedacht, so, mein Gott, was machst du denn hier? Gibt's gar nicht, ey. Ich verkaufe noch eben ein Auto. Und hol mir die Kohle. Ja, mach das. Ich hol mir jetzt auch erstmal meine Kohle wieder. Und ja, allen Zuschauern sage ich in der Zwischenzeit, solange wie Jens sich die Kohle holt, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge kommt Donnerstag, 16 Uhr. Und ja, guckt wieder vorbei. Guckt natürlich auch gerne beim Experience auf dem Kanal. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, genau. So sieht das nämlich aus. Genau. Bis dann. Würde ich auch so sehen. Macht es gut, liebe Leute da draußen. Und ja, würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann die nächste Folge auch wieder von uns anschaut. So ist das. Nicht. Kommt wieder. Wir brauchen euch. Bitte, bitte. Genau. Nein. Und hinterlasst auch gerne mal einen Daumen nach oben oder schreibt mal was in die Kommentare, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was auch immer. Ja, nur davon
können wir sehen, wie es euch gefällt, ob es euch gefällt. Oh, irgendjemand steht hinter mir. Ich höre einen Traktor. Mal gucken. Aha. Da steht ein führerloser 1455 und der steckt im Verkehr fest. Alles klar, wir sind weil dann erstmal... Weil irgendjemand wieder seinen Scheiß Anhänger das hat stehen lassen. Ja, wir sind erstmal raus, danken uns bei euch fürs Zuschauen und sagen ciao. Tschüss.